So, kurzer Exkurs. Also so kurz auch wieder nicht. Aber was ich hier jetzt gerade anhabe, ist das Zwiebelprinzip. Im Outdoor-Bereich kleidet man sich fast immer, also zumindest beim Trekking und bei den etwas schweißtreibenden Outdoor-Tätigkeiten, auch beim Klettern, beim Kanu, auf dem Fahrrad, nach dem Zwiebelprinzip. Ja? Das Zwiebelprinzip bedeutet, man hat ein besonders feuchtigkeitsableitendes Unterhemd an oder Unterhose oder halt eben nochmal lange Unterhose, je nachdem wie kalt es ist. Dann darüber eine Isolationsschicht, also die erste Schicht ist eben dieses Innenteil, das besonders gut Feuchtigkeit ableitend sein soll, nach eben dem Prinzip, dass ein bisschen wärmt, aber auch ein wenig kühlend wirkt, wenn es besonders nass ist. Das kann hilfreich sein, das hängt auch wieder von den jeweiligen Temperaturen ab, in denen man unterwegs ist. Kühlend wirkt beispielsweise Merino oder Lyocell, kommen wir noch zu, Lyocell, Merino hatten wir schon. Und darüber eben ein Isolationsmaterial, das ist die zweite Schicht, das kann sein eine Daunenjacke, das kann sein eine Fließjacke, das kann sein 1, 2, 3, 4, 5 Fließpullis, je nachdem. Üblich ist meistens eher eine Isolationsschicht und danach noch eine Wetterschutzschicht. Man kann aber auch eben, wie gesagt, zwei anziehen, wenn es so richtig, richtig bollekalt wird, ist das ohnehin üblich, dass man dann noch ein Fließjäckchen meistens anhat. Darüber ein Windstopperjäckchen oder ein Fließpulli eher, Windstopperjäckchen drüber und dann nochmal eine Wetterschutzschicht beziehungsweise mindestens ein Windblocker, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo Wind herrscht und das nennt man dann die dritte Schicht. Ja? Also zweite Schicht darf mehrere Schichten dick sein, erste Schicht immer nur das Unterhemdchen, beziehungsweise halt das T-Shirt, je nachdem, dass das Unterhemdchen quasi ausmacht. Und die letzte, die Wetterschutzschicht, ist auch immer nur eine Schicht und das ist zum Beispiel im Fall von Alpinenunternehmungen oder irgendwas in arktischeren Gebieten, auch gerne im Sommer in arktischeren Gebieten, ist dann meistens die Funktionsjacke. Meistens. Ja, die Funktionsjacke, so ein Ding habe ich gerade an. Dazu kommen wir auch gleich noch genauer, was das für ein Gewebe ist. Aber das Prinzip dieses Zwiebelprinzips ist jetzt das, dass die innere Schicht, in meinem Fall ist das jetzt ein Lyocell-T-Shirt mit Merino-Wolle, ganz, ganz öko übrigens. Das ist so eines der wenigen Kleidungsstücke, bei dem ich kein schlechtes Gewissen beim Kauf haben musste. Wird für mich zunehmend wichtiger. Ja, ihr merkt's. War früher nicht so wichtig, aber wird es zunehmend. Jedenfalls, das hat eine hervorragende Feuchtigkeitsweiterleitung. Nimmt kaum Feuchtigkeit auf, gibt sie fast ausschließlich nach außen ans Fließmaterial, eben vom Fließjäckchen, was wir eben gesehen haben, weiter. Das ist ebenfalls, Fließ ist fast nicht in der Lage, von der Faser her Wasser aufzunehmen, aber ist durch die faserige Struktur, durch die wollartige so ein bisschen Struktur auch recht luftig. Das heißt, das kann da problemlos, der Wasserdampf, der eben von mir abgegeben wird, kann da recht gut durchdringen. So, und dann kommt die äußere Schicht zum Tragen und das sollte mindestens eben entweder eine Softshell-Jacke, wo ist sie? Hier ist sie. Sollte das sein, die auch eine hohe Atmungsaktivität aufweist oder eben eine Hardshell, Softshell? Hardshell? Das ist so der klassische Entwurf. Ja? Man kann das anders machen, wie gesagt, aber das wäre die klassische Variante und das wird von ganz vielen Wanderern, insbesondere in so Regionen wie Grönland, Skandinavien, wird das eigentlich nur diese Variante getragen, also diese Art der Ausrüstung. Und das Zeug hier ist auch mikroporös, das Material, das heißt, da sind auch kleine Löcherchen drin, die den Wasserdampf von innen nach außen lassen sollten. Und dann sind wir wieder bei der Sache mit der Atmungsaktivität. Wichtig ist allerdings, Atmungsaktivität kann immer nur dann funktionieren, solange man nirgendwo am Körper irgendwas trägt, was die Feuchtigkeit speichern kann, weil dann kommt alle Feuchtigkeit, die nachkommt, wieder da rein, wird da gespeichert und dann ist der ganze Saftfluss, wenn man das dann so nennen möchte, so unappetitlich das ist, auch unterbrochen und aus ist mit der Atmungsaktivität. Und wie gesagt, wenn ihr so eine Jacke habt oder so ein Ding mal irgendwo euch ausleiht oder eine ganz günstige mal zum Anfang erwerben mögt, nicht, dass ich jetzt empfehle, dass man sich da allererstes erstmal einen kompletten Satz Billig-Scheißdreck kauft und dann hinterher den wieder wegzuschmeißen und sich was Richtiges zu kaufen. Aber vielleicht bei der einen oder anderen Sache und gerade wenn man sich noch nicht so sicher ist, ob man das Hobby wirklich so betreiben möchte, wie das halt jetzt eventuell dann möglicherweise erstmal geplant ist, dann kann man das natürlich schon mal machen, ohne gleich ein ganz, ganz schlechter Mensch zu sein. Ja, also so weit
so weit geht es dann auch nicht. Und ja, und dann muss man einfach für sich mal ein bisschen ausprobieren, wie einem das taugt. Und tragt darunter mal ein Baumwoll-T-Shirt, sonst alles andere gleich, nur Baumwoll-T-Shirt anziehen oder alternativ ein dicken Baumwoll, ein dickes Baumwoll-Sweatshirt als zweite Schicht. Dann könnt ihr als erste Schicht auch wieder gerne Merino-Wolle. Oder übrigens stinknormale Kunstfaser, ja. Jedes normale Polyester-T-Shirt funktioniert genauso, was die Wasserdampfleitung angeht. Das hatte ich beim Polyester vergessen, das tut mir jetzt leid. Ja, aber da, jetzt habe ich es ja gesagt. Die hat auch eine hervorragende Atmungsaktivität, hervorragende Feuchtigkeitsweiterleitung. Also das klappt genauso und gerade so ein Polyester-T-Shirt gibt es zum Beispiel beim Decathlon. Nicht, dass ich da jetzt Werbung für machen möchte, aber einfach nur, um es mal genannt zu haben, kriegt man die Teile für 4 oder 5 Euro brauchbare Funktionsshirts wirklich nachgeschmissen. Dass die natürlich ökotechnisch unter aller Sau sein müssen bei dem Preis, steht außer Frage. Vielleicht nicht unter aller Sau, aber auf jeden Fall nicht gut. Aber gut, es gibt sie zu dem Preis. Und ob man sich da jetzt mal ein oder zwei zum Testen mal vielleicht eventuell kaufen mag oder sogar grundsätzlich auf die Dinger schwört, ich habe davon nämlich relativ viele und ich trage die auch sehr, 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 sehr lange und die gehen auch nicht kaputt. Man muss höchstens mal eins austauschen, wenn es zu eng geworden ist. Scheiß, fast verheiratet Leben hier. Das tut mir echt nicht gut. Also nicht im Sinne von Gewicht beibehalten. Aber dazu gibt es sehr gute wissenschaftliche Studien, die genau das vorhersagen. Je glücklicher die Ehe, desto dicker die Ehepartner. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich repräsentativ ist, aber es klingt plausibel. Egal. Jedenfalls, das wäre das Zielprinzip gewesen. Und nochmal, wichtig, ausprobieren, ja? Unbedingt selber ausprobieren, ob es bei euch funktioniert, ob ihr weniger schwitzt, wenn ihr das so macht mit den atmungsaktiven Klamotten oder ob das keinen Unterschied macht oder ihr sogar noch mehr schwitzt. Ja. Muss man natürlich bei entsprechenden Temperaturen testen. Man kann jetzt im Sommer logischerweise nicht mit 3 Schichten rumrennen, dann hat man halt nur Unterhemd plus Wetterschutz drüber. Dann wäre es noch ideal, wenn es dazu noch regnen würde. Dann könnt ihr nur gucken, ob eure Regenjacke auch noch halbwegs atmungsaktiv ist, wenn sie tatsächlich nass wird. Und ja. Wir machen weiter im Stoff, im wahrsten Sinne des Wortes. Haha, ah, Wortwitz, ich mag sie. Ich habe natürlich noch ein wichtiges Detail zum Zwiebelprinzip vergessen, nämlich mehrere dünne Kleidungsstücke sind dadurch, dass sich zwischen den Kleidungsstücken auch wieder Luftpolster aufbauen und Luftpolster sind wärmend. Dazu kommen wir dann auch immer kurz noch den Exkurs zur Isolation machen. Ja, ich habe viel vor, ne? Grundsätzlich sind mehrere dünne Kleidungsstücke, die das gleiche wiegen, die gleiche Masse haben wie ein fetter Pullover, meinetwegen 300 Gramm Pullis, also Stoffgewicht, 100 Gramm, ist immer noch wärmer als einen Pulli mit Stoffgewicht 300 Gramm entsprechend anzuhaben, ja? Das ist grundsätzlich so und deswegen ist dieses Zwiebelprinzip so wichtig, weil man mehr Wärme bei weniger zu schleppen damit eben entsprechend mitnehmen kann. So, wo waren wir? Achso, ich habe es ja an. Softshell. Softshell ist hier leider in Anthrazit, das ist jetzt schwer zu sehen, aber man kann es erahnen, dass das hier ein sehr glattes, sehr softes zwar auch, aber insgesamt einfach ein sehr glattes Plastikgewebe ist. Und das ist durch seine Machart, dadurch, dass das halt sehr eng gewebt ist, fast schon eine durchgehende Fläche bildet und man wirklich genau hingucken muss, um überhaupt da irgendwelche einzelne Garne erkennen zu können, überhaupt eine gewebte Struktur erkennen zu können, ist das sehr dicht meistens, das Material. Auf der Innenseite ist es fließartig. Könnt ihr hier erkennen. Und das ist auch kein Zufall, weil im Grunde ist Softshell, wird ähnlich, günstiges zumindest, wird ähnlich hergestellt wie Vlies. Man nimmt einen Stoff, raut die Innenseite auf, wie man das bei Vlies auf beiden Seiten macht. Und die Außenseite, die kann man zum Beispiel durch Hitze sogar noch so leicht verkleben, damit sie so eine leichte verklebte Oberfläche bekommt. Also verkleben in Anführungszeichen, jedenfalls sehr dicht weben und dann unbehandelt lassen und das gibt eben diese sehr dichte Struktur. Und grundsätzlich ist das Charakteristikum einer Softshelljacke, innen flausch, außen glatt,
und außen kompakt. Und das führt dazu, dass Softshelljacken durch diese sehr dichte Webung einfach ein guter Wetterschutz erstmal sind. Ohne wirklich wasserdicht zu sein, außer man hat noch eine Membran drin, das geht theoretisch auch noch, kommen wir gleich noch zu. Die wiegen, hier sind wir, 170 bis 280 Gramm. Das ist für eine bereits Wetterschutzjacke, die nach außen wirklich schon vor allem bis auf Starkregen schützt, durchaus ein guter Wert. Ja, und eine Softshelljacke ist auch was, was sicherlich in den Top 3 Jacken, die man abgesehen von der obligatorischen Regenjacke bei Skandinavien-Touren oder ähnlichem mitnehmen möchte, ist eine Softshell auf jeden Fall immer dabei. Und man sieht viele Leute, die mit Softshell-Jacken rumrennen. Für den normalen Alltagsgebrauch, im Alltags-Outdoor, sage ich jetzt mal, spazieren gehen, mal ein paar Stündchen in den Wald, reicht so eine Jacke sowieso. Und wer vielleicht mitbekommen hat, das ist eine Jacke vom Decathlon. Also auch wirklich nichts besonders Hochwertiges, nichts besonders das Teures, die war sogar sehr, sehr günstig. Ich habe die gefühlt in 150 Videos an, insbesondere auch im Winter, wenn es kalt ist, weil man kann da ja noch diversen Kram drunter ziehen, der es einem eben dann wärmer sein lässt. An sich ist das Jäckchen schon ein gewisser Wärmefaktor durch die Fließinnenseite. Die fließige Innenseite hat es auch noch ein bisschen zusätzliche Isolation als eben nur diesen kompakten Außenstoff. Aber ich bin hochzufrieden mit dieser Jacke. Ja, egal wie billig die gewesen ist und egal wie umweltfeindlich sie hergestellt wurde, umweltfreundlich, das Gegenteil wäre dann umweltfeindlich, ne? Trotzdem, tolles Ding. Das ist auch die einzige Softshelljacke, die ich besitze, ganz ehrlich. Ich habe andere gesehen. Evelyn hat zum Beispiel auch noch eine hochwertigere. Die ist auch doll, die zieht sie auch super, super, super gerne an, aber ich habe sie mir auch mal angeguckt. Ich kann jetzt keinen nennenswert massiven Unterschied feststellen. Vielleicht sieht sie ein bisschen besser aus und vielleicht war sie ein bisschen weniger umweltfeindlich in der Herstellung. Aber auch hier, Plastikklamotte, das ist alles dasselbe Material. Die Preisunterschiede sind manchmal wirklich schwer zu verstehen. Ja? Also behaltet das gerne im Hinterkopf. So, ja, Gewicht haben wir gesagt, 170 bis 280 Gramm, das sind so die gängigen Stoffgewichte. Es mag noch Hersteller geben, die es ein kleines bisschen leichter schaffen, aber viel leichter geht nicht mehr, weil sonst kriegt man eben diese sehr kompakte, die muss auch eine gewisse Mindestdicke haben, Außenseite nicht hin, um eben winddicht zu sein oder zumindest sehr stark windabweisend. Offiziell ist die Jacke nur winddicht, ne? Deswegen gibt es hier übrigens diese Naht. Weil hier oben das winddichte Material ist und hier unten das nicht winddichte Material. Und das könnt ihr zwar nicht sehen, aber man kann es fühlen, dass das hier nochmal ein Ticken dichter ist als das da. Da hat man also ein wenig gespart. In der Praxis ist auch der Rücken eigentlich nicht winddicht, sondern nur die Vorderseite und davon auch nur gewisse Teile. Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich habe mir das jetzt mal, mich da mal schlau gemacht. In der Praxis habe ich noch nie gemerkt, dass die Jacke auf irgendeiner Seite, an irgendeiner Stelle weniger winddicht wäre als woanders. Ja. Geht überall quasi kein Wind durch. Also auch nicht im Winter, auch nicht bei kaltem Wind und auch nicht bei starkem Wind habe ich jemals gemerkt, dass da nennenswert Wind durchgegangen wäre. Jedenfalls so, dass man es spürt. Bei einem Fließpulli merkst du sofort, da weht dir sofort alles durch. Ja? Robustheit. Softshell, gerade durch diese stark strukturierte, glatte Oberfläche, die hat keinen Ansatzpunkt für irgendwelche Sachen, die es aufreißen könnten. Man muss schon mit massiv durch Dornen durchrennen, um da irgendwelche Schäden dran zu kriegen. Und selbst so eine billige Jacke sieht noch fast aus wie neu. Funkenflug ist wieder ein Problem. Da hast du dann schnell wieder ein Loch. Habe ich auch irgendwo eins, aber ansonsten sieht sie wirklich fast aus wie neu. Ist also extrem robust. Und das gilt auch für Evelyn Softshell-Jacke, die ist noch älter als meine. Die ist auch, sieht auch noch super gut aus. Da hat sie auch was weiß ich was mit angestellt. Und die sind super haltbar, wirklich. Also mindestens vier. Mindestens vier, wenn man mag, kann man ihnen vielleicht sogar schon einen fünften Punkt noch dazugeben. Das hängt so ein bisschen von der individuellen Einstellung zu dem Thema. Vielleicht ein wenig ab. Ja, wasserdicht auf jeden Fall. Mindestens bedingt wasserdicht, mindestens wasserabweisend. Und ich habe hier jetzt ein Minus, also ein Strichlein für so Mittel, für bedingt wasserdicht. Und ich habe daneben noch ein Häkchen, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann in der Einstellung, das darauf hinweisen soll, dass es sie auch in komplett wasserdicht gibt. Man kann nämlich zwischen den weichen Stoff, den Unterstoff,
das Fließartige und die raue, die glatte Oberfläche kann man noch zwischendrin eine Membran laminieren. Was eine Membran genau ist, dazu kommen wir dann gleich bei den Membranen. Aber diese Membran ist grundsätzlich erstmal wasserdicht nach außen und das führt dazu, dass wir dann eine Softshelljacke haben, die dann komplett für jedes Wetter geeignet ist. Allerdings ist sie dann nicht mehr so gut atmungsaktiv. Denn atmungsaktiv ist eine Softshelljacke auch sehr, sehr, sehr deutlich mehr als eine Hardshelljacke. Wer also super atmungsaktiv unterwegs sein möchte, der könnte jetzt dieses Ding hier als äußerste Schicht tragen, dann wieder ein Fließpulli, Fließjäckchen anziehen, hier über mein grünes, und wäre dann eben im Winter auch bei sehr schweißtreibenden Aktivitäten so unterwegs, dass fast sämtlicher Schweiß nach außen geleitet wird, und wenn man sich hier noch eine Pause macht, dann ist man recht trocken. Also erfahrungsgemäß klappt bei mir sehr gut, ja, auch wenn Schnee liegt, auch in den Alpen oder sonst wo, überhaupt kein Problem. Gerade im Winter finde ich das sehr angenehm, weil bist du durchgeweicht, hockst dich hin, wird es sehr schnell sehr kalt. Deswegen ist das dann auch wichtig. Jo, Vorteile haben wir im Wesentlichen genannt. Nachteile, ja, funkenempfindlich. Wieder das Problem mit dem Mikroplastik, wie bei jedem Plastik. Grundsätzlich alle Plastiknachteile, die halt jede Plastikklamotte hat. Höchstens gibt es Leute, die sagen, die mögen die nicht so sehr, weil sie so, die sind nicht besonders warm. Die sind warm, aber nicht besonders warm. Da ist man mit Vlies von der reinen Wärmeleistung pro Gewicht ein bisschen besser dran. Abgesehen davon, dass diese Dinger hier halt noch winddicht sind und ein Vlies nicht. Und deshalb erscheinen die eventuell wärmer. Bei allerdings kompletter Winddichte wäre ein Vlies dann schon nochmal Wärme zurückhaltend. Also für ins Zelt oder in die Hütte oder solche Späße ist ein entsprechendes Vlies noch ein bisschen wärmer. Und da man ja eh eventuell noch eine Regenjacke dabei hat, dann kann man auch die Regenjacke gleichzeitig als Windstopper verwenden, wenn es halt besonders windig wird. Und dann hat eine Softshell nicht zwingend eine Daseinsberechtigung. Ich bin also auch lange Jahre ohne sehr gut ausgekommen. Ja, aber wenn das jetzt ein Nachteil sein soll, sonst tue ich mir schwer, nennenswert Nachteile an Softshell-Klamotten zu finden. Das gibt es auch als Hose übrigens, als entweder Universalhose, die schon fast ganz wasserdicht ist, gleichzeitig noch was ist, was gerne auf Klettersteigen und bei alpineren Touren, wo es mehr an den Fels geht, getragen wird, gibt es auch in Stretch-Variante, dass die dann also entsprechend sich noch mitdehnt beim Laufen, was für eine Hose sehr angenehm ist, habe ich inzwischen sehr zu schätzen gelernt, mochte ich früher nicht, aber hat den Nachteil, dass es nicht mückendicht ist. Wir hatten das bei der G1000-Hose, glaube ich, schon mal besprochen. Ja, umweltfreundlich, eben wie alle anderen Plastikprodukte auch. So 3 bis 4. 2, wenn recycelt. Preislich, naja, die hochwertigen Markendinger sind schon sauteuer. Aber super, super, super günstig weiß das Ding hier jetzt auch wieder nicht. Ich würde so sagen, zwischen 2 und 4. Wer mag, findet auch sicherlich noch mal eine 5. Also nichts, was jetzt ausgesprochen billig wäre, aber muss auch nicht teuer sein. Und ich kann keine Qualitätsunterschiede feststellen. So, dann kommen wir zu einer weiteren Hose. Ich kriege den Kleiderbügel nie mehr ab, wenn ich ihn abmache. Deswegen lasse ich ihn dran, nie wieder dran. Das war eine totale Fummlerei. Das Ding habe ich so gut wie nicht mehr an. Ich habe sie mal aufgehoben, wenn mal jemand eine braucht. Ja, weil die ist auch... Ja gut, die muss halt demjenigen passen, der sie braucht. Das stammt noch aus einer etwas schlankeren Zeit meiner selbst. Egal, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch reinpassen würde. Allerdings ist die etwas stretchbar. Das hier ist beschichtetes Kunststoffgewebe mit einer wasserdichten Beschichtung. Also es geht mir darum, dass man im Grunde bei jedem beliebigen, fast bei jedem beliebigen Kunststoff hingehen kann und den wasserdicht machen kann durch eben entsprechend eine Beschichtung. Das Resultat ist dann eine günstige, eine zeitlang dichte Regenkleidung. Inzwischen sind diese Beschichtungen viel, viel besser geworden, als ich mit dem Outdoor-Krempel angefangen habe, für die Jüngeren unter uns. Da gab es im Grunde die Beschichtung, die hat gehalten, ein halbes Jahr, ja, dann war sie irgendwann rausgewaschen,
entweder durchs Waschen des Kleidungsstücks in der Maschine oder durchs Tragen bei Regen. Beides hat geholfen. Beim Tragen bei Regen hat man noch mit Schweiß nachgeholfen, der ja auch ein bisschen aggressiv sein kann, damit die Beschichtung schön nicht lange hält. Und danach konntest du das Ding zwar theoretisch nachimprägnieren, indem du nochmal ein super umweltfeindliches Spray drauf gesprayt hast. Oder hast du weggeschmissen und dir eine neue gekauft, was fast die sinnvollere Lösung war. Solche Klamotten in dem Stil, wie gesagt, die sind inzwischen sehr viel besser geworden, aber in dem Stil war so meine Regenklamotte auf dem Fahrrad, als ich eben noch regelmäßig mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin, habe ich also 3 oder 4 Regenhosen in dieser Machart sicherlich durchgebracht, bis ich dann was Besseres hatte, das hat dann auch länger gehalten, aber und man kennt sie, das war damals so die Standardregenhose, die eigentlich jeder meiner Kumpels auch hatte, die hat irgendwas zwischen 30 und 50 Mark gekostet, ja, tatsächlich sogar noch Mark, das war noch ganz früher, und hat ein Jahr, wie gesagt, halbwegs dicht gehalten, je nachdem, wie oft man im Regen gefahren ist, und dann war sie für den Eimer, ja. So, das hier ist jetzt auch schon alt, das Ding. Hat aber bereits eine etwas hochwertigere Beschichtung, nämlich man muss unterscheiden, entweder du webst quasi einen Nylonstoff meinetwegen und schmierst auf den dann als Fläche, flächig, eben diesen Kunststoff drauf, der das verhindern soll, dass das Ding nass wird. Polyurethan beispielsweise ist einer der häufig verwendeten gewesen. Damals kann man heute auch noch nehmen. Das reibt sich dann auch schnell ab, weil es sitzt nur oben außerhalb vom eigentlichen Gewebe oben drauf und ist mechanisch nicht besonders stabil und durchaus anfällig. Wenn man jetzt also das hier nicht eine Hose ist, sondern beispielsweise eine Jacke und dann hat man einen Rucksack auf und die Tragegurte des Rucksacks und der Rucksackrücken scheuern ständig an der Jacke, dann ist da ganz schnell die Beschichtung runter. Und weil das Kacke ist, hat man sich gedacht, ja, dann machen wir das anders. Dann beschichten wir doch den Faden. Nicht das Gewebe fertig, einmal drüber, sondern den Faden an sich, dass der grundsätzlich beschichtet ist beim Verarbeiten. Wenn man das Ding schon mit einem beschichteten Faden näht, dann entsteht auch wieder ein in sich wasserdichtes Gewebe, wenn man das dann eng genug näht. Das Problem ist bloß, dass die Nähte dann gegebenenfalls noch nicht wasserdicht sind. Die muss man dann hinterher nochmal zusätzlich verkleben, damit dann durch die Nähte, weil dann macht man ja wieder Löcher ins Gewebe, ne, auch kein Wasser eindringen kann. So. Wie gesagt, geht mit fast jedem Kunststoff diese Technik. Übrigens das einzelne Beschichten der einzelnen Fäden, das ist dann auch deutlich hochwertiger und das hebt auch relativ lange und ist auch ganz gut dicht. Was man vielleicht sehen kann, wenn du scharf stellen würdest, genau, hier seht ihr jetzt das Whipstop-Muster. Ich hatte ja eingangs schon bei der Begriffserklärung das Whipstop-Nylon erwähnt und hier haben wir so ein Karo-Muster drin aus noch festerem Faden als der eigentlich normale Faden, der hier verarbeitet worden ist. Garn nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache. und der führt halt nochmal dazu, diese Whipstop-Einlage, dass dieses Ding super robust ist. Warum ist denn das so robust? Das ist doch eine Regenhose. Naja, es ist eine hochalpine Regenhose, die man dann auch eben zwischen Felsen und auf dem Klettersteig und mit Steigeisen und allem Pipapo auf dem Gletscher anziehen können soll. Das war mal so die Idee. Und dementsprechend hat die übrigens erstens durchgehende Reißverschlüsse bis ganz oben. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Regenhose anzieht, das müssen wir jetzt gar nicht so sehr diskutieren. Und die hat sogar nochmal ein Netz-Innenfutter. Und das ist ganz oft so bei diesen beschichteten Klamotten, dass die unten drunter dann meistens so einen weißlichen, da hat man ihn nämlich nicht gefärbt, Kunststoff aufweisen, den man dann nochmal innen drin draufgeklebt hat als zusätzliche Barriere eben für die Feuchtigkeit, wenn dann doch mal ein bisschen Wasser durch die sonst imprägnierten Fasern durchkommt. Das macht es nochmal schwerer. Das muss nicht zwingend so sein, das kann aber so sein. Und das ist insgesamt eine sehr schwere Hose. Natürlich ist die auch sehr robust, aber grundsätzlich ist bei diesen beschichteten Geweben, jetzt muss ich schnell nachlesen, 100 bis 300 Gramm und hier sind wir so eher im Bereich eben des 300er Gramms. Was das Zeug angeht, was das so wiegen kann pro Quadratmeter wieder, ne? Ja, ich würde heutzutage das eigentlich nicht mehr verwenden wollen, weil selbst die gute Beschichtung hebt nicht ewig
Und damit ist der Tod eines solchen Kleidungsstücks, solange man es dann wäscht und solange man es trägt, irgendwann vorprogrammiert. Und eine begrenzte Haltbarkeit per se, bei manchen Sachen lässt sich das nicht vermeiden, wie beispielsweise in einem Zelt, je nachdem, wie viele Tage das in der Sonne gestanden ist, ist es irgendwann durch. Aber bei manchen Klamotten lässt sich es halt eben doch vermeiden. Siehe Fließpulli, der hebt im Grunde bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn man das so möchte. Oder ein Lodenmantel, hebt auch wirklich ewig. Und hier benutzen kostet sozusagen Haltbarkeit. Man könnte eine Strichliste führen, ich darf das Ding jetzt 100 Tage im Einsatz haben, um ist, jetzt hat es schon 90, langsam mal nach einem neuen umgucken. Und das hat mich immer gestört. Und nochmal, diese Beschichtungen und die Materialien sind besser geworden, das Zeug ist hochwertiger geworden, das hebt inzwischen sicherlich theoretisch länger, wenn man es dann in einer guten Qualität kriegt. Robustheit mechanisch ist bei diesem Stoff natürlich großartig. Grundsätzlich hilft die Beschichtung auch, egal welcher Stoff verwendet worden ist, um das Ganze stabiler zu machen. Die klebt quasi nochmal zusätzlich die Fasern ein bisschen zusammen, sorgt dafür mehr Reißfestigkeit auch. Also wir können hier definitiv von einer Stabilität von 4 ausgehen. Außer es sind so super, super dünne Gewebe, die gibt es auch, die man dann beschichtet, damit sie überhaupt wasserdicht sind, weil sonst wären sie einfach viel zu dünn und der Abstand zwischen den einzelnen Fäden, ist auch wurscht, ist so gering, dass da das Wasser so weit, dass das Wasser grundsätzlich durchgehen würde. Und da braucht man auch entsprechend viel Beschichtungsmittel, um das dann trotzdem noch wasserdicht zu kriegen. Und sowas ist dann ohnehin sowieso nur tragbar durch das Beschichtungsmittel, weil es sonst viel zu filigran wäre und schnell kaputt gehen würde. Ein Beispiel, das man nicht als Klamotte trägt, meistens, sondern eher als Zeltstoff verwendet, ist das berühmte Silnylon. Dazu kommen wir dann später noch. Das wäre im Grunde ist das nichts anderes als das hier. Nur eine andere Art und Weise der Verarbeitung, anderer Anwendungszweck und deshalb auch nicht gedacht als Klamotte. Ja, was habe ich mir dazu noch aufgeschrieben? Ja, 3,5 Festigkeitsdinger habe ich gegeben, weil es ja generell gar nicht so super ist, aber man es natürlich super recht stabil herstellen kann. Wasserdicht ist es, zeitlich begrenzt. Vorteile sind der Preis, das ist eine sehr günstige wasserdichte Klamotte. Der herausragende Vorteil ist der Preis. Nachteile ist halt eben die Haltbarkeit im Sinne von, dass die Wasserdichtigkeit irgendwann rausgewaschen ist. Ja, umwelttechnisch zwei kriegst du eigentlich fast nicht mehr hin. Nicht durch die Chemikalien, die für die Beschichtung notwendig sind. Die sind in jedem Fall nicht besonders toll für die Umwelt. 3 bestenfalls, wenn es sonst aus recyceltem Kunststoff besteht und man die ökosten Beschichtungschemikalien nimmt, die es gibt. Und dann kann es auch ganz schnell 5 sein, weil diese Beschichtungen, die Kunststoffklamotten wasserdicht machen, hat man bis vor kurzem, bis vor 2, 3, 4 Jahren oder sowas, nur absolut unabbaubare Stoffe verwendet. Und wer damals mit seiner entsprechenden Gore-Tex-Jacke, die man nochmal frisch imprägniert hatte zu Hause mit dem Imprägnierspray, irgendwo auf der Welt unterwegs war, von dem wird man heute noch, wenn man dann ein entsprechendes Mikroskop hat und entsprechend genau hinschaut, wird man noch Partikel seiner Beschichtung, seiner Jacke überall da finden, wo derjenige langgelaufen ist. Oder man findet sie sogar im Antarktis-Eis, weil diese Partikel auch mal aufgewirbelt werden können, in den weltweiten Wetterzyklus gelangen können und dann irgendwo wieder runterkommen und letztendlich dann im ewigen, fast ewigen, nicht mehr so ganz ewigen Eis landen und da dann halt festgefroren werden. Deswegen findet man in Ecken, wo garantiert noch nie irgendwer gewesen ist, außer dem Forscher, der da den Bohrstab aus dem Eis geholt hat, gerne mal Partikel der Beschichtungen dieser Jacken. Ich könnte euch jetzt erzählen, wie die jeweiligen Chemikalien heißen, das sparen wir uns. Die alten sind jedenfalls kacke. PFC heißen die, die alten. Und die neuen, die sind deutlich besser, weil man da erheblich weniger
ewig haltende Partikelchen drin hat, ja, also die überhaupt nie abgebaut werden, 10.000, 20.000, 30.000 Jahre, was weiß ich, wie lange diese PFCs halten, die sind wirklich super, super haltbar und können auch ins Trinkwasser gelangen. Das Problem gerade bei mir hier in der Region, wir machen da schon jahrelang rum, dass wir eben PFC ins Trinkwasser bekommen haben. Warum genau? Es gibt viele Spekulationen, keiner will es gewesen sein, wer es letztendlich war, kann man so nicht beweisen, also will ich mich gar nicht an der Spekulation beteiligen. Jedenfalls ist es ein Wahnsinnsaufwand, unser Wasser jetzt PFC frei zu kriegen. Und die Wasserwerke machen da ja einen guten Job und tun, was sie können. Und die können ja auch eigentlich nichts dafür, aber ja, anderes Thema. Moderne Beschichtungen verzichten eben vor allen Dingen auf dieses PFC. Wer also bei irgendeinem beschichteten Kunststoffkleidungsstück die Imprägnierung erneuern möchte, das muss man, sollte man, kann man von Zeit zu Zeit machen. Und das bedeutet heutzutage immer was kaufen, wo PFC frei draufsteht. Ja, ist völlig Wurst, welche Marke. Ich habe keine Ahnung, ob das eine, das von denen besser ist als das von denen. Aber wichtig ist, dass da bitte, bitte wirklich PFC frei draufsteht. Wer zum Beispiel Regenklamotten der Firma VD, die kann ich in dieser Hinsicht wirklich nur loben. Ob die ansonsten toll sind, das muss jeder selber rausfinden. Aber was die Öko-Komponente angeht, sind die wirklich ganz hervorragend. Wer bei denen Regenklamotten kauft, kriegt sie grundsätzlich immer mit irgendeiner möglichst umweltfreundlichen Beschichtung. Und die verwenden gar nicht mehr PFC in irgendeiner Form bei ihren jeweiligen Klamotten. Meine gute Regenjacke, steckt da hinten das blaue Ding, die ist leider noch mit PFC hergestellt worden. Ich habe inzwischen natürlich nur noch PFC-freie Beschichtung draufgesprüht, aber bin mir nicht sicher, ob da nicht noch das eine oder andere von den Dingern dran klebt, was dann früher oder später auch irgendwann vielleicht jetzt in Grönland liegt, möglicherweise. Ja, ja, da kann man sich schon so seine Gedanken machen. Das Umweltfreundlichste wäre halt quasi irgendwo in der Höhle hocken, sich von ein paar Buchen, frisch ausgetriebenen Buchenblättern am Tag ernähren und dann möglichst noch mit Lichtnahrung versuchen, spirituell irgendwie eins mit der Natur zu werden und dann bald kompostiert zu werden. Das wäre das Umweltfreundlichste, was man machen kann. Wenn man in irgendeiner Form ein halbwegs normales Leben leben möchte, dann ist man immer Umweltsünder. Ja, das bleibt nun mal nicht aus. Jo! Umwelt also scheiße, preislich wie gesagt recht günstig, ja, kann man so ein bis zwei sagen, die kriegst du schon wirklich günstig. Puff! So, wir kommen zu den Membranen, beziehungsweise zu den zwei Lagen Laminat, zweieinhalb Lagen Laminat und drei Lagen Laminat Klamotten. Das ist im Wesentlichen immer eine Membran plus Außenstoff und ein kleines bisschen was dahinter beim 2,5-Lagen-Ding und was Massiveres dahinter beim 3-Lagen-Ding. Dieser kleine Unterschied zwischen den einzelnen drei Kategorien macht aber deutlich was her bei der Stabilität der jeweiligen Klamotte. Wir fangen an mit dem 2-Lagen-Laminat. Das ist gleichzeitig die leichteste, hochwertige Regenklamotte, die man kriegen kann, die noch atmungsaktiv ist, bis zu einem gewissen Grad. Ja, noch leichter ist beispielsweise eine Rettungsdecke, aber die ist halt eben nicht atmungsaktiv. Wer also sagt, Atmungsaktivität brauche ich nicht, weil ihr zum Beispiel auf dem Fischkutter arbeitet, dann ist der gute alte Friesenerz wie seit eher immer noch eine tipptopp Regenklamotte, absolut dicht, kalt ist sowieso wie Sau, da schwitzt kein Mensch, da ist es dann vollkommen Schnurz, ob jetzt der Friesenerz wasserdicht ist, wasserdicht soll er sein, atmungsaktiv ist oder nicht, ja, aber für Trekking eben beispielsweise oder Radfahren oder Skifahren, wobei da natürlich eben durch die Tatsache, dass es dann hoffentlich so kalt ist, dass überall nur Schnee und nicht Wasser vorhanden ist, es gar nicht mal so nass ist. Aber ja, in solchen Bereichen spielt das dann eine Rolle. Und die Ultraleicht-Variante eben unter diesen Klamotten ist vor allen Dingen diese Marke hier genau, nämlich das ist Gore-Tex Pack Light Shell, ist ein Hauch von nichts. Ja? Wenn ich den Stoff meiner Regenhose hier doppelt nehme, dann seht ihr immer noch, hoffentlich seht ihr es, das ist quasi nichts. Das ist super dünnes Material. Und jetzt sollte man meinen, dass so super dünnes Plastik super fragil ist. Ist es auch, aber hier kommt jetzt wieder ins Spiel die Ripstop Webart.
Ja, da wird es gleich schon deutlich. Da kann man schön sehen, dass da eben wieder diese Ripstop-Fäden eingezogen sind. Und das macht dann diese unglaublich dünne Regenhose, die auch für eine Regenhose wirklich sehr, sehr leicht ist, zu einer durchaus stabilen Angelegenheit. Man darf damit nicht am Felsen entlang schrappen. Man muss also, wenn man sie anhat, ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Sonst hat sie dann halt relativ schnell mal einen Riss. Aber so fragil ist das Ding jetzt auch nicht. Ich gebe also für zwei Lagen Laminate übrigens in der Festigkeitswertung 1,5 von 5 möglichen Kreuzchen. Es gibt welche, die gehen vielleicht noch tendenziell Richtung 2, aber stabiler wird es nicht. Das ist immer eine fragile Angelegenheit. Ein Zwei-Lagen-Laminat besteht grundsätzlich aus einem Außenstoff, den sehen wir hier, das ist das Schwarze, und der dazugehörigen Membran. Die sehen wir, wenn wir nach innen gucken, das ist hier das Graue. So eine Membran kann man also hier im Fall von einem Zwei-Lagen-Laminat wirklich mit bloßem Auge sehen. Bei allen anderen Laminatgeschichten ist das in irgendeiner Form abgedeckt. Hier liegt es direkt auf dem Stoff der Hose, über die man diese Hose zieht. Oder direkt auf dem Bein, wenn man halt keine weitere Hose drunter hat oder eine kurze Hose, liegt das direkt auf. Dadurch ist es nicht unbedingt besonders gut geschützt. Und die Membran an sich ist der empfindlichste Teil einer jeden Klamotte, die eine Membran enthält. So. Membran funktioniert folgendermaßen, da gibt es ganz tolle Zeichnungen, die man dann beim Kauf auf so einem kleinen Etikettchen, was da dran klebt, sehen kann, dass da ein Wasserpfeil drauf prallt und wieder abprallt und gleichzeitig Wasserdampf nach außen dringt, weil das ist im Grunde ein mikroporöses Stück Plastik, hat winzige Löcher, die so klein sind, dass Wasser in Dampfform noch durchkommt, Wasser in Tropfenform bzw. in flüssiger Form nicht, weil Wasser ja eine Oberflächenspannung hat und damit eben irgendwann als Tropfen nicht mehr durch jedes noch so kleine Löchlein durchdringen kann. Also ist gut, weil sonst wäre wasserdichte Klamotte wirklich sehr schwierig herzustellen. Dann müsste die absolut hundertprozentig gar keine Löcher aufweisen. Und deswegen können wir froh sein, dass es eben diese Oberflächenspannung beim Wasser nun mal gibt. Ja, die Anomalie des Wassers. Ohnehin für viele Dinge in der Biochemie absolut notwendig. Und ohne diese Anomalie des Wassers in der Beschaffenheit gäbe es Leben in der Form, wie wir es haben, sowieso nicht. Ja, und wir würden nasser werden. So, ja, das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Die Membran ist also wasserdicht. Der Außenstoff, der drauf ist, dient dazu, damit das Ganze ein bisschen stabiler ist. Und aus was anderem besteht eine Zwei-Lagen-Membran-Geschichte, ein Zwei-Lagen-Laminatstoff eigentlich schon gar nicht mehr. Zweilagige Laminate sind meistens besonders atmungsaktiv, meiner Erfahrung nach, eben weil der Weg dadurch bis an die Oberfläche ein möglichst kurzer ist. Das Dumme ist aber trotzdem, bei jeder Laminatsklamotte, bei jeder Gore-Tex-Klamotte beispielsweise, ist, wenn der Außenstoff nass ist, dann kann der Wasserdampf nicht mehr nach draußen entweichen, weil wenn der durch sein Loch in der Membran kommt, wo fließt er dann hin? Ja, in ein wassergesättigtes Gewebe. Und wo würde Wasserdampf, also das funktioniert ja nur deswegen, dass der Wasserdampf nach außen geleitet wird, weil wir ein Konzentrationsgefälle haben. Der diffundiert nach draußen, weil es drinnen nasser ist als draußen, weil wir drinnen eben schwitzen und draußen nur in Anführungszeichen es regnet. Und wenn wir so richtig Bolle schwitzen, dann wird es bei uns innen drin von der Wassersättigung der Luft nasser als immer noch draußen, obwohl es regnet. Aha. Und deswegen kann die Atmungsaktivität auch bei Regen stattfinden. Dafür muss aber der Stoff hier außen auf der Hose absolut wasserabweisend sein. Und deswegen muss man den Stoff außen auf der Hose auch imprägnieren, wenn man möchte, dass die atmungsaktiv bleibt. Sollte der Stoff irgendwann doch mal nass werden, weil die Imprägnierung irgendwann abgewaschen ist, dann ist die Hose immer noch wasserdicht, aber auch so gut wie gar nicht mehr atmungsaktiv. Das ist also was viele Leute bei Gore-Tex-Klamotten ganz, ganz beschissen finden, weil die kosten sehr viel Geld für eine bedingte zeitweise Atmungsaktivität. Deshalb ist es wichtig, dass man das Zeug dann halt nachimprägniert. Wenn man schon viel Geld dafür ausgegeben hat, wird man das dann wahrscheinlich auch tun. Und früher war das
scheiße, eben wegen diesen umweltfeindlichen Imprägniermittel. Heute, wo es die eben in halbwegs vernünftig gibt, man kann die also schon guten Gewissens jetzt verwenden, meines, also fast guten Gewissens, sage ich jetzt mal. Heute sieht das ein bisschen anders aus und das macht solche Klamotten jetzt deutlich weniger schädlich, aber bevor es das eben gab, ich hatte es schon eben erzählt. Jo, Zweilagenlaminate gibt es im Bereich von 60 bis 180 Gramm pro Kubikmeter. Schon wieder der Kubikmeter. Quadratmeter natürlich. Wenn man schon mit einem Zweilagenlaminat rumrennt, dann würde ich empfehlen, wirklich ein leichtes zu nehmen, weil das macht nur dann Sinn. Das 180 Gramm schwere Zweilagenlaminat macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn. Da kriegt man beim gleichen Gewicht auch schon ein 2,5-Lagen-Laminat und das ist dann dauerhafter. Und also wirklich schauen, wenn es wirklich ein Zweilagenlaminat sein soll, dann darf das nicht mehr als das wiegen. Ja, also als 100 meinetwegen. Sagen wir mal 100. Das ist auch das Allerleichteste. Es wäre ein noch leichterer Stoff denkbar. Der wäre mir dann aber zu fragil. Für mich ist diese Regenhose, also für eine Regenhose, die Nonplusultra-Lösung. Ich habe die jetzt schon zum zweiten Mal gekauft. Die erste habe ich dann irgendwann mal geschrottet, weil der Reißverschluss kaputt war. Und sie mir dann am Hinterteil großflächig eingerissen ist. Weil ich zu dick geworden bin übrigens. Kann man ja ruhig mal aussprechen. Diese hier habe ich bisher noch nicht geschrottet. Das ist nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich. Und die leistet jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren bei wirklich häufiger Verwendung hervorragende Dienste und hat zum Beispiel eben Grönland überlebt, hat Schweden überlebt, hat mal eine Norwegen-Tour, eine Schottland-Tour überlebt und so weiter. Jetzt, ich bin jetzt eigentlich derjenige, der ja berufsmäßig 7 Monate des Jahres nur auf Tour ist. Das jetzt auch nicht, aber für jeden, der wirklich auch nur einmal im Jahr eine größere Tour macht und dann halt noch ein paar Wochenendtouren und dann vielleicht mal noch eine Woche zwischendurch oder sowas, ist das natürlich eine Regenhose. Das lohnt sich wirklich, weil die kriegt ihr so schnell nicht kaputt. Kostenpunkt ist halt Gore-Tex. Muss man grundsätzlich bei all diesen Laminaten sagen, Gore-Tex ist der Porsche unter den Laminaten. Andere Laminate, das sind dann meistens irgendwelche eigenen von anderen Herstellern. Da kommen wir dann nachher hier zum Beispiel bei Evelyn's The North Face Jacke dazu. Die ist auch gut, die ist auch dicht, da ist sie auch nach wie vor zufrieden mit. Sie ist ein bisschen schwer, verglichen mit anderen Funktionsjacken, die das gleiche können, aber beziehungsweise die ist nicht Gore-Tex. Ja, das ist irgendeine The North Face hauseigene Membran, auch eine Membran, gleiches Prinzip wie bei Gore-Tex, nur deutlich billiger vor allen Dingen. Erstmal deutlich billiger, ob die schlechter sind. Gore-Tex garantiert ja, dass es einen trocken hält. Und das bedeutet, dass die Chance, dass man einen Produktionsfehler in einem Gore-Tex-Klamotte hat, sehr gering ist. Und tatsächlich haben bei den meisten Labortests, die man mal bezüglich Wassersäule mit Gore-Tex und anderen wasserdichten Textilien durchgeführt hat, die Gore-Tex-Klamotte meistens sehr gut abgeschnitten, was die Gesamtwasserdichtigkeit angeht. Also heißt, der Druck, den du da drauf ausüben musst, bis da wirklich mal Wasser durchgeht, das ist viel, 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 viel. Aber die Atmungsaktivität liegt bei den meisten Tests so eher im mittleren Bereich. Man hat also mehr auf wasserdicht gesetzt als auf atmungsaktiv. Etwas, das super atmungsaktiv ist, hat dann meistens etwas größere Poren in der Membran. Das bedeutet, dass da natürlich mehr Wasserdampf durchgeht, aber bei gewissem Druck auch Wasser durchgedrückt werden kann. Und damit ist die Wasserdichtigkeit halt auch wieder nicht so hoch. Meistens ist es also wirklich, dass man einen Kompromiss finden muss zwischen wie wasserdicht soll es sein und wie viel Atmungsaktivität will ich haben. Und da ist Gore-Tex eher für die Leute, die trocken, also Wasser von außen nicht reinlassen, präferieren und nicht für diejenigen, die Wasser von innen soll möglichst raus präferieren. Vorteile vom Zweilagenlaminat ist definitiv das Gewicht. Ende. Ja? Das war's. Mehr Vorteile hat das nicht. Gut, die Atmungsaktivität kann ein bisschen höher sein als bei den anderen. Muss nicht zwingend. Kann. Nachteile. Super fragil. Vergleichsweise super fragil. Ja. Übrigens auch wieder feuerempfindlich. Aller Kunststoff. Alles. Preis.
Wenn es nicht Gore-Tex sein soll, dann finden wir das so im mittleren bis teuren Segment. Wenn es Gore-Tex sein soll, dann finden wir sowas garantiert nur noch im Fünferbereich. Gore-Tex ist arschteuer. Ob das jetzt sich lohnt, ob das jetzt das wert ist, was es kostet, das muss man dann selber rausfinden. Ich persönlich habe immer gute Erfahrungen mit Gore-Tex Kleidung gemacht. Inzwischen bin ich nicht mehr ganz davon überzeugt, Gore-Tex in Schuhen unbedingt haben zu wollen. Da sind mir jetzt zu viele Schuhe nach und nach undicht geworden. Na gut, wenn man die lange trägt, okay. Aber manchmal sind sie auch recht früh undicht geworden und das trotz Gore-Tex im Schuh. Aber Schuh ist jetzt ein anderes Thema. Bei Klamotten habe ich aber bisher eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Ja, 2,5 Lagen Laminat. Kloppen wir es durch. Der Unterschied besteht darin, dass auf der Membran, die man hier jetzt nicht sieht, auf der Jackeninnenseite, nochmal ein zusätzlicher, sehr, sehr dünner, und das ist wieder ein Hauch von nichts, träger Stoff locker, und das ist wichtig, locker aufgebracht ist. Ja? Also diesen lockeren Trägerstoff, der könnte man so, seht ihr, hier ist die Jacke, das ist der Außenstoff, da drauf klebt die Membran und der Innenstoff ist hier nur locker aufgespannt. Also ich kann, ohne den Außenstoff zu bewegen, kann ich den Innenstoff quasi davon abziehen. Das ist ein zusätzlicher Schutz für die Membran, weil die ja, wenn sie innen komplett ungeschützt ist, einfach einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt ist durch den Träger, durch die Klamotte, die da drauf reibt, durch den Knochen, der da drauf reibt. Die Membran wird, wenn sie unterm Hüftgurt ist, direkt auf das Textil der Hose gedrückt, reibt dann noch dran rum, der Hüftknochen reibt dran rum, der Hüftgurt reibt von außen dran rum. Das ist alles was so ein Ding schon ordentlich zusetzt. Erfahrungsgemäß überlebt diese Hose das zwar sehr lange. Das ist übrigens eine Berghaus Packlight Pant, wer das wissen möchte. Zusätzlich ist es aber halt einfach eine Verstärkung, wenn man nochmal so einen Extrastoff hier drauf hat. Und da spricht man von einem 2,5 Lagen Laminat. Und da der Unterschied lediglich in diesem bisschen Extrastoff besteht, ist ein 2,5 Lagen Laminat logischerweise ein paar Gramm schwerer. 2,5 Lagen Laminat Jacken gehen von 80 Gramm bis etwa 250 Gramm. Nicht pro Jacke, sondern wieder pro Quadratmeter, wieder vom Stoff. Und so eine Jacke, was die hat, glaube ich, 500, nee, 600. Ich glaube 600 oder sogar 700 Gramm oder was. Die gesamte Jacke. Ich glaube 700 waren es, ja fast 700. Was haben wir noch aufgeschrieben? Robustheit 3, das ist schon so, das hebt schon jetzt ordentlich ein bisschen was aus. Ja? Also die kriegst du, wenn du dir nicht Mühe gibst, kriegst du die schon nicht mehr kaputt. Warum ist eine Robustheit bei solchem Stoff überhaupt wichtig? Beziehungsweise gerade bei einer Jacke, wenn man versucht, nicht am Fels entlang zu schrauben, warum hat dann eine 3-Lagen-Jacke bzw. eine 2,5-Lagen-Jacke eine andere Berechtigung zu existieren als das reine 2-Lagen-Laminat? Nochmal die mechanische Beanspruchung. Wenn du hier eben einen Rucksack drüber trägst, der da dauernd dran lang schrubbert, dann hebt das nicht lange. Das kann man schon mal eine Weile machen, aber die Lebensdauer von so einer Klamotte ist dann wirklich deutlich runtergesetzt. Und hier kann man schon einen deutlich schwereren Rucksack deutlich mehr Reibung auf die Jacke ausüben, weil die Membran einfach viel besser geschützt ist. Durch eben, der Unterschied ist ja wirklich nur, ne, dieses bisschen, tolle Farbe übrigens, Stoff. Deswegen Gore-Tex Packlight Shell eigentlich gar nicht rucksacktauglich. So einen ganz kleinen, leichten von 3, 4, 5 Kilo. Okay, für Ultraleichtwanderer ist das dann ein Thema, wenn sie nicht besonders viel Nahrungsmittel noch mitschleppen müssen. Sonst wird der Rucksack dann auch schon irgendwann wieder zu schwer. Die 2,5 Lagen Modelle, 15 Kilo, 16 Kilo, 17 Kilo. Aber dann hört es langsam auch auf mit der Empfehlung. Natürlich kann man mehr draufschleppen, aber das reduziert eben die Haltbarkeit der Jacke. Evelyn hat da drauf ja auch schon deutlich schwere Rucksäcke getragen. Bisher hebt sie. Da haben wir halt Glück gehabt. Aber ist eigentlich nicht dafür ausgelegt. Muss dann jeder selber für sich wissen, ob er jetzt sagt, ich will unbedingt ein 3-Lagen-Laminat haben. Das hebt dann 10 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre, wenn es gut läuft. Meiner Erfahrung nach, aber kostet halt auch ein Schweinegeld. Und damit sind wir, da kann ich ruhig kräftig dran ziehen, das ist egal.
mein Dreilagen-Laminat, in diesem Fall Gore-Tex Pro Shell. Da wird auf die Membran, das ist jetzt nicht die Membran, was wir hier sehen, wird noch eine zusätzliche Schutzschicht innen nicht locker aufgelegt, sondern draufgeklebt, also drauf laminiert. Wir haben hier also ein Sandwich, Außenstoff, Membran drunter, Innenstoff. Das ist eine komplizierte und teure Art und Weise, das Zeug herzustellen. Deswegen kosten solche Jacken ein Vermögen. Die gibt es eigentlich nur im Fünferpreissegment. Die günstigste 3-Lagen-Laminatjacke, die ich bisher gesehen habe, gibt es bei Decathlon. Das ist für Decathlon-Verhältnisse aber auch sehr teuer. Das ist dann eine 120-Euro-Jacke oder irgendwie sowas. Ob die was taugt, ich würde die zu gerne mal ausprobieren. Vielleicht hat jemand zufällig so ein Ding und kann es in die Kommentare schreiben. Aber ich will nicht 120 Euro nur zum Testen einer Jacke ausgeben. Das ist dann auch doof. Deswegen würde ich aber wirklich mal gerne im Vergleich zu meiner 400-Euro-Jacke hier mal wissen, was die taugt. Und die ist ja jetzt schon auch schon etwas älter. Also wäre dann direkt Vergleich besonders interessant. Robustheit kommt dadurch zustande, dass das Innenmaterial auch nochmal Ripstop ist. Das Außenmaterial erstaunlicher auch Ripstop ist. Man sieht es zwar nicht, ich kann es euch nicht zeigen, aber es ist da. Man muss es halt mit bloßem Auge kann man es fast mit der Kamera kann man es nicht sehen, mit bloßem Auge schon. Nähte hervorragend, sämtliche Nähte, sieht man zum Beispiel gut am Reißverschluss hier, sind verklebt. Die Jacke kann nicht genäht werden, weil dann hätte sie ja Löcher, dann würde ja Wasser durchgehen. Das ist eben bei der Qualitätsstufe Gore-Tex Pro Shell nicht erwünscht. Da kriegst du dann halt für den Preis, was das kostet, eben eine Jacke, die garantiert keinerlei Löcher aufweist. Ja, gewichtsmäßig sind wir da bei 120 bis 300 Gramm. Das ist natürlich nochmal eine Ecke schwerer. Die ganze Jacke ist für eine Pro-Shell-Jacke eine sehr leichte, wiegt 440 Gramm in XL. Ich glaube, das war XL oder ist es schon XXL? Könnte XXL sein. XL. Und ja, wie man vielleicht hier am Ärmel sehen kann, da sind schon durchaus Abriebspuren sichtbar. Da bin ich, was weiß ich, wie viel an Felswänden und sonst was rumgeschrappt. Man sieht zwar eine gewisse Beanspruchung, aber von Loch keine Spur. Und selbst wenn die mal ein Loch hat, es gibt Gore-Tex-Flicken. Mit denen kriegt man das Loch dann einfach wieder zu und die Jacke ist an der Stelle wieder absolut dicht. Kann man dann ganz toll verkleben, kann man verspügeln, kann man verschweißen in Anführungszeichen. Das hebt wirklich sehr, sehr gut. Habe ich erst einmal machen müssen bei einer Hose, bei einer anderen. Grundsätzlich muss man bei 2,5 und bei 3 Lagen Membranen sagen, sind die sehr wasserdicht? Ja. Sind die dabei noch atmungsaktiv? Ja. Wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, der atmungsaktive Klamotten hat, braucht man das unbedingt? Nee. Das hängt davon ab, was man vorhat. Ich würde eine Membranjacke wirklich empfehlen, wenn man in irgendeinem regenreichen Land, wo man mit vielen Regentagen rechnen muss, zum Beispiel Norwegen, Schottland, Westküste USA, solche Späße, wenn man da viel unterwegs sein möchte, auch viel unterwegs sein, ja, und auch lange im Zelt, ohne zwischendrin eine Hütte zu haben und irgendwas zum sich aufwärmen, zum Sachen trocknen und so weiter, dann kann man über eine Membranjacke definitiv nachdenken, dann würde ich aber auch zu einer qualitativ hochwertigeren greifen, muss nicht Gore-Tex sein, aber sowas wie die North Face Hauseigenmarke würde ich schon nehmen wollen, also ein namhafter Hersteller, keine Ahnung, wie gut die olle Decathlon-Jacke eben ist. Vielleicht ist die auch wirklich nicht schlecht, aber hab da Schwierigkeiten. Weiß ich nicht. Ja, genereller Vorteil ist State-of-the-Art-Regenkleidung. Trägt jeder, wenn er irgendwo unterwegs, jeder, der es sich leisten kann, trägt das Ding bei entsprechender Trekking-Erfahrung. In Grönland hatte jeder, der uns unterwegs begegnet ist, wo man es halbwegs sehen konnte, hatte so eine Jacke. Jeder. Bis auf eine Ausnahme, auch die Einheimischen, die Grönländer selber rennen inzwischen mit sowas rum. Wahrscheinlich ist Seehundmantel noch besser, aber Seehundmantel wird selbst für den Grönländer inzwischen ein kleines bisschen kompliziert zum Rankommen und muss dann auch ein bisschen geschont werden und da ist das eine etwas pflegeleichtere Variante. Ja, Nachteile, nicht immer atmungsaktiv.
muss nachimprägniert werden, je nach Imprägnierungsmittel wirklich nicht umweltfreundlich. Dauerhaftigkeit, meine alte Gore-Tex-Jacke, das war auch ein Dreilagen-Laminat, die hat 11 Jahre gehalten. Danach hätte sie immer noch so ein bisschen, also man hätte sie noch weiter tragen können, aber sie hat gestunken. Und ich habe den Gestank auch echt nicht mehr rausgekriegt. Sobald die auch nur ansatzweise mit Wasser in Kontakt gekommen ist, hast du gerochen wie nasser Hund, so ungefähr. Und das war dann ausschlaggebend, dass ich ein bisschen früher, als sie wirklich undicht geworden wäre, habe ich sie dann halt eben entsprechend ersorgt. Und das ist die neue, die stinkt noch nicht. Jedenfalls noch nicht sehr. Man kann die waschen, das sollte man auch regelmäßig tun. Einfach damit der Schweiß und das Salz im Schweiß nicht die Poren in der Membran verstopft. Das wäre noch wichtig. Ja, richtiger Nachteil. Preis auf jeden Fall. Wenn man es nicht braucht, braucht man es nicht. Eine richtige Alternative bei wirklich krassen Bergtouren, bei irgendwas in wirklich kaltem Klima mit wirklich viel Regen. Ich kenne keine. Wenn es jemand gerne kennt, bitte gerne. Ja, aber in Deutschland braucht man das auch nicht. Wir gehen mal wieder an die Tafel am besten.